Gleich starten wir durch mit diesem WM-Gruppenspiel der unbezähmbaren Löwen aus Kamerun. Hoffentlich laufen die nicht alle durcheinander, Buschi. Ja, die stehen im Grunde meist für Spektakel und die sind natürlich extrem motiviert, sind ja nicht ganz so oft bei einer WM-Endrunde dabei. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Das muss man nicht loben, das ist Standard. Das unterschreibe ich. Natürlich war das ein Foul, aber der Schiedsrichter sagt Vorteil. Und das sagt er zu Recht und das tut dem Spiel gut. Eno. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Abseitsentscheidung korrekt. Der Schiedsrichter zeigt sofort Gelb und demonstriert Autorität. Und zeigt bis hierhin und dann ist Feierabend. Das der Trainer gern. Pierre Vibo. Bucaccio. Herrliche Flanke. Den gibt er jetzt nicht mehr her. Er hält ihn fest. Er hat den Ball, der Torwart. Olic. Mandzukic. Kovacic. Cool. Zweikampf um den Ballbesitz. Ja, da kommt was auf uns zu. Diesen Flankenball müsste sich der Verteidiger holen. Macht er auch. Nunke. Modric. Anica. Olic, den siehst du heute auf dem gesamten Spielfeld, dafür garantiere ich. Modric. Eno. Olic. Trinic, das muss es sein! Klasse, wie er das Problem gelöst hat. Jetzt zieht er ab! Gehalten, aber noch heiß! Kovacic, sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Strinic, eine souveräne Leistung des Verteidigers. Eno. Bedimo. Da hat nicht viel gefehlt. Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Strinic.
Mandzukic. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Super Flanke. Jawohl, tolle Parade des Torhüters und souverän festgehalten den Ball. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen, es steht 0:0 zur Pause. Und jetzt hoffen wir auf die Offensivspieler beider Mannschaften. Jetzt gähn hier nicht rum, Buschi, sag mir lieber deinen Eindruck der ersten 45 Minuten.